los. Nein. Du kannst warten, solange du willst. Am Ende wirst du ihm doch geben, was er will. Woher weißt du das alles? Ich kann alle Türen sehen. Und was hinter all den Türen ist. Und hinter einer von ihnen sehe ich ihn. Komm, Stalk. Was habe ich für eine Wahl? Die Schuld ist beglichen. Mr. Comstock spricht sie von ihren Sünden frei. Wow. What the fuck? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Da war kein Baby. Ich sollte lediglich nach Columbia, um dich rauszuholen. Booker, du blutest. Nein. Ich weiß doch, woran ich mich erinnere. Wir haben ihn verwirrt. Was jetzt kommt, wird seine Laune vermutlich auch nicht verbessern. Komm. Was wollen wir hier? Comstock ist tot. Wir können nur unsere Leben weiterleben. Du musst tot? Nicht... Du meinst wie Chen Lin? Wie Lady Comstock? Nein. Er lebt in einer Million. Millionen Welten. Es ist nicht vorbei, weil der Prophet tot ist. Vorbei ist es erst, wenn er gar nicht erst gelebt hat. Was bedeutet das wohl für uns? Hey! Ich spiel nicht mehr mit, hört ihr? Ziemlich instabil. Ich steig aus! Gib sie zurück! Gib sie zurück! Es geht schon? Spinnst du? Gib sie mir wieder, du Schwein! Es ist vorbei, los! Nein! Gib mir meine Tochter zurück! Nein! Nun wissen wir, wer Anna DeWitt ist. Anna! Anna? Du warst 20 Jahre in diesem Raum und hast bereut. Anna DeWitt. Dann eines Tages kam ein Mann und bot dir die Chance auf Erlösung. Die Chance für uns zusammen zu sein. Es ist so abgespaced. Ich wusste bereits, dass sie funktioniert. Aber funktioniert er? Anna. Es tut mir so leid, Anna. Denkst du, er hat sich gebrandmarkt, um Buße zu tun? Verstehe ich nicht. Was war, das war. Was war, das wird sein. Sein Brandmal ist sein Kreuz, wie er unseres ist. Tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns die Kleine. Und tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns, siehst bringen du? Sie uns die Kleine. Er reimt sich seine Geschichte zusammen. Tilgen Sie die Schuld. Du bist ja sehr stolz auf deine Theorie. Kleine. Er fabriziert neue Sie Erinnerungen aus seinen Alten. Tja, das Gehirn passt sich an. Ich kenne das. Bringen Sie uns die Kleine. Und tilgen Sie. Booker, wach auf. Booker, wach auf. Hier hat es angefangen. Ich hab dich verkauft. Ich hab dich verkauft. Für sie spricht, sie wollten sich rauswinden aus dem Geschäft. Das ist alles Comstocks Schuld. Was, wenn ich zurückgegangen wäre, ihn getötet hätte, vor all dem? Dann geraten Dinge in Bewegung. Woher weiß man denn, wie weit man zurück muss? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss in die Zeit seiner Geburt und das Schwein in seiner Krippe ersticken. Ja. Es sind ein paar kleine Renderfehler dann, im Nachhinein, denke ich mal, so wie ich die Struktur sehe. Also ich kann es schon gut vorstellen, dass da schon ein paar Renderfehler entstehen, weil ich es anders aufnehme jetzt. Tür öffnen.
Uka, bist du sicher, dass du das willst? Ich muss es tun. Nur so kann ich alles ungeschehen machen. Uka Devitt, bist du bereit für die Wiedergeburt? Wieso sind wir wieder hier? Das ist nicht derselbe Ort, Uka. Aber natürlich, ich erinnere mich. Moment. Bist du bereit, alles, was war, zurückzulassen? Du bist nicht. Wer bist du? Du hast dich entschieden zu gehen, aber in anderen Meeren eben nicht. Du hast dich taufen lassen und du wurdest als ein anderer wiedergeboren. Comstock. Das alles muss enden, damit es nie beginnt. Nicht nur in dieser Welt, sondern in allen. Versteck ihn in seiner Krippe. Versteck ihn. Bevor die Entscheidung fällt, bevor du wiedergeboren wirst. Welchen Namen nimmst du an, mein Sohn? Er ist Zachary Comstock. Er ist Uka DeWitt. Nein. Ich bin beide. Ja, und das war's mit Let's Play Bioshock Infinite. Ja, ein sehr, sehr schönes Spiel, muss man einfach sagen. Ich weiß jetzt halt nicht genau, wie soll ich das jetzt alles... Was soll ich jetzt dazu noch groß sagen? Ich werde höchstwahrscheinlich mal... wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr mir nochmal sagen, wenn ihr Bock habt, nochmal so eine kleine Zusammenfassung, weil das ist wirklich ein schön viel Stoff. Werde ich nochmal hochladen, eventuell diese Zusammenfassung. Oh man, die Mucke ist jetzt ganz schön laut. Ich lasse diesmal die Credits hier durchlaufen und werde dazu jetzt ein bisschen quatschen, werde jetzt 1, 2 und Infinite vergleichen und ein bisschen was zu allen Spielen sagen, weil es ja hier sozusagen als Hauptteil die Bioshock-Reihe komplettiert. Moment, jetzt kommt wieder hier dieses Basisschema, weil ich damit ein paar Probleme ändern. So, Moment, sind wir gleich wieder da. Zack. So. Ja. Von daher werde ich dann nochmal so ein Video machen, wenn ihr darauf Bock habt. Und dann schauen wir mal. Ja. Mal wieder ein erstklassiges Spiel von 2K. Ich finde, langsam ist 2K fast meine Lieblingsspielefirma. Sie haben mal wieder mit diesem Teil mal wieder gezeigt, was die Jungs und Mädels auf dem Kerbholz haben. Mal wieder großartiger Titel, den die Leute da abgeliefert haben. Trotzdem muss ich sagen, insgesamt gefällt mir Bioshock 2 von allen am besten. Ich kenne auch einen, der meint, es ist total der Unfall gewesen. Total das Scheißspiel. Aber ich muss sagen, Bioshock 2 ist für mich der beste dieser drei Teile. Eigentlich hat der Infinite damit nicht so viel... Also die haben ja eigentlich mit Infinite was Neues gewagt und so. Deswegen kann man es so schlecht vergleichen. Und übrigens, ich sage jetzt noch gleich, wen mein Gelaber jetzt nicht mehr interessiert, der kann schon abschalten. Das war's mit Bioshock Infinite. Danke fürs Zuschauen, ihr könnt jetzt abschalten, weil jetzt laber ich gleich einfach noch ein bisschen übers Spiel. Ich werde jetzt gleich die Musik etwas leiser stellen, weil es ist doch ein bisschen sehr laut. Ich mache ganz kurz einen Cut, bis gleich.